So, also Aufnahme läuft. Dann muss ich erstmal vom Adrenalin runterkommen. Also so langsam, die Woche war jetzt halt echt bei uns ziemlich dicht mit allen möglichen Equipment, ist aber alles verpackt. Programm steht, alle Leute sind briefed und jetzt geht es eigentlich in 4 freie Tage mit viel Vorfreude nach der Vorab-Webkonferenz. Ich hoffe, ihr habt auch alle irgendwie ein ruhiges Wochenende dann vor euch, dass wir mit voller Energie nächste Woche starten können. Vielleicht ganz kurz, was die Idee von dieser Vorab-Web-Konferenz ist. Wir machen das eigentlich, egal ob bei Schulungen oder jetzt auch 2016, 2018 bei der NoTouch immer gern, dass man so ein paar, auf der einen Seite nochmal, was ist jetzt so vorneweg noch wichtig, nochmal erklärt, dass wir einen Programmpunkt auch nochmal kurz durchs Programm fliegt, dass ihr wisst, was da alles so passieren wird, was auf euch zukommt. Dann das Session-Voting wird man heute schon machen. Also wir haben von den 9 Sessions am Nachmittag noch 6 freie Slots, dafür gibt es 12 Einreichungen. Dann machen wir nachher so eine kurze Vorstellung der Sessions und dann eben auch einen kleinen Poll und würden mit einfacher Mehrheit einfach die 6 Sessions mit den meisten Stimmen dann reinnehmen. Und dann will ich gucken, dass wir am Ende, also 13:45, noch eine Viertelstunde haben für all die Fragen, die vielleicht noch offen sind. Was aber nicht heißt, dass ihr nicht, wenn ihr jetzt schon Fragen habt oder zwischendrin, die einfach auch gleich stellen könnt. Also das soll sehr informal und sehr locker sein quasi. Ich switch mal gerade rum. Ich habe auch den Chat offen, also wenn jemand jetzt nur in Chat schreiben kann, nicht sprechen kann, gerne auch da rein packen. Mein Bildschirm seht ihr alle. Vielleicht eins eurer Rückmeldungen. Genau, sehr gut. Genau, also es gibt ja diese Seite, die Webseite zum Camp. Das ist das, was man hier gerade gesehen hat, wo ihr euch wahrscheinlich auch angemeldet habt. Da ist jetzt in den letzten 2 Tagen oben noch so ein graues Feld dazu gekommen. Einfach mit dem Hinweis, dass das Camp ausverkauft ist, weil die Warteliste immer länger geworden ist. Dem sagen wir jetzt allen ab, die Warteliste ist auch dicht. Aber halt im Hinweis, dass man den Vormittag im Livestream sehen kann, ne, dass da die Leute eben dann zumindest remote dabei sein können, wenn sie wollen. Und es gibt halt diese Seite auf Connect. Das ist unsere Community-Plattform unter community.cogneon.de und das ist quasi so die zentrale Anlaufstelle, wo wir auch während dem Camp, sollte sich am Programm irgendwas ändern oder Sessions sich ändern, das quasi direkt draufschreiben. Das heißt, falls ihr die Seite noch nie gesehen habt oder auf Connect keinen Zugang habt, wäre das noch ganz gut, wenn ihr das vor dem Camp noch macht, weil wir das quasi für alles rund ums Camp verwenden. Genau, da gibt es auch im oberen Bereich gibt es so einen Bereich, der heißt vor dem Camp. Da stehen einfach nochmal die wichtigsten Infos drauf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir hatten ja die Abfrage gemacht mit dem Vorabendevent im Hard Rock Café in München. Das war einfach nur so eine grobe Abschätzung, dass wir sehen, wie viel kommen. Also da haben ungefähr 30, gute 30 Leute gesagt, sie kommen. Ein, zwei waren in den Kommentaren gestanden, sie bringen noch jemand mit. Ich weiß auch von ein paar Leuten, die aus München sind, die kommen nur abends dazu, sind am Dienstag gar nicht dabei. Also wir haben jetzt mal mit gutem Puffer quasi genug Tische da reserviert und man kann recht locker offen, wann immer man will, wann man ankommt, da dazustoßen. Ich denke, bis 23 Uhr ist da auf jeden Fall jemand. Nach 1 Uhr haben wir sie angewiesen, alle rauszuschmeißen, weil sonst halt zum Camp am nächsten Tag. Genau, falls ihr immer noch Anreise plant, auf der Lost Camp Webseite gibt es die ganzen Anreiseinfos. Natürlich Hinweis irgendwie, wenn möglich, umweltfreundlich. Wir sind nur eine Haltestelle vom Hauptbahnhof entfernt. Das heißt, parken ist da eh schwierig. Ne? Zug plus irgendwie U-Bahn ist cool. Oder halt, wenn ihr sagt, ihr fahrt Auto, kann man auch mal in die Teilnehmerliste schauen, ob es eventuell jemanden in der Region gibt, in der Nähe, wo man eine Mitfahrgelegenheit bilden kann. Connect hatte ich schon gesagt, Community-Plattform. Macht euch da vorher ein bisschen mit vertraut. Ist vielleicht ein bisschen anders als Facebook oder Twitter. Ist so eine Diskussionsplattform. Wenn ihr dort Posts macht, die kann man formatieren. Da braucht man aber so eine kleine Formatierungssprache, die heißt Markdown. Das steht alles auf dieser Seite hier. Willkommen auf Connect. Die haben wir hier auch nochmal verlinkt. Und es gibt einen Chatbot, unseren UL. Den kann man hier oben, wenn ihr auf euer Profil geht, über das Nachrichtensymbol direkt anchatten und der führt euch dann durch so ein kleines Tutorial. Da lernt ihr so die wichtigsten Funktionen und was man mit Connect alles machen kann. Aber das ist nur für diejenigen, die das quasi noch gar nicht kennen. Dann hat man ja schon ein, zwei Mal in Info-Mails aufgerufen, so kleine virtuelle Vorstellungsrunde zu machen, weil man das am Barcamp oder am Camp wegen der Zeit so ganz ausführlich nicht machen können. Da müssen wir ein bisschen knapper sein. Ich klicke hier mal auf dieses hier. Da sind auch, glaube ich, schon so 20 Leute oder so haben das gemacht. Da gibt es einfach so 3 Leitfragen. Ne, und da kann man so ein bisschen beschreiben, was euch mit LernOS verbindet, was ihr für Erwartungen habt, wie ihr euch einbringen wollt.
Wenn ihr da Lust habt, das eignet sich vielleicht auch, um sich mit der Plattform ein bisschen vertraut zu machen und auch die Leute schon mal ein bisschen kennenzulernen, die kommen, einfach diese virtuelle Vorstellungsrunde nutzen. Und um das zu machen, muss man einfach bei deinem Link dann auf Antworten klicken, oder weil das war mir nicht klar, sonst wäre von mir drin. Genau, also man hat quasi unter jedem Post, hier so unten sind die sozialen Funktionen, ne? Hier, da wo meine Maus gerade ist, und da gibt es Antworten. Wenn du da drauf gehst, geht einfach unten ein Fenster auf und da kannst du einfach reinschreiben. Alles klar, dann mache ich das. Genau. So, klar, Twitter, ich meine, sind viele Twitter-Pros dabei. Schön wäre natürlich, wenn Lost Camp 19 am Dienstag trendet. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. In einer kleinen Veranstaltung müssen wir mal sehen. Für diejenigen, die noch keinen Twitter-Account haben, ist es vielleicht eine gute Gelegenheit einzusteigen. Ich habe mal so das Video, was ich mal mit Karl-Heinz zusammen gemacht habe, für Twitter-Newbies. Das ist auf dem Webinar eine Aufzeichnung, wie kann man Twitter als Lernwerkzeug verwenden. Das ist für jemanden, der noch nie Twitter in der Hand hatte, vielleicht ganz geeignet. Mobile Endgeräte. Simon? Ja. Tobias hier nochmal. Macht ihr eine Live-Wall? Ich weiß, ich habe es gerade nicht richtig verstanden, ob da was mit dabei war. Wie meinst du live? Was? Live? Also eine Live-Twitter-Wall am Abend? Ja, genau. Also wenn die Vorträge, die Impulse früh durch sind, werden wir im Plenum auf der Wand quasi eine Twitter-Wall projizieren. Aber moderiert, nehme ich an. Die ist nicht moderiert, ne? Da geht alles durch, was das Hashtag hat. Okay, habe ich schon fiese Sachen gesehen, daher die Frage. Ja, wir haben alles coole Leute, die machen keine fiesen Sachen. Muss man sehen. Das ist ja First in, First out. Wenn was Fieses kommt, ist das in der Regel auch schnell wieder weg. Aber das kannst du auf Twitter nicht verhindern. Ne? Sonst müsste jeder irgendwie jeden Post, der mit Lost Camp 19 getaggt ist, irgendwie sich anschauen. Da haben wir keine Ressource dazu. Na, stimmt, ja. Genau. Mobile Endgeräte, klar, für so Kommunikation, Dokumentation der Sessions wäre es ganz gut, wenn er so Smartphone vielleicht, eher Tablet oder Notebook dabei hat. Die IT von LV1871 versorgt uns mit ausreichend Bits, also WLAN ist da. Aber auch wenn ihr jetzt sagt, in der Podcasting-Assembly wollt ihr mal irgendwie Podcast aufnehmen und Schnitt probieren oder so, ist es immer gar nicht schlecht, wenn man das am eigenen Rechner gemacht hat. Ich sehe Christine und Gerrit, ihr seid zusammen. Grüßt euch. Genau, dann Livestream, habe ich schon gesagt, unten, ganz unten auf der Webseite zum einen, und hier ist es auch nochmal verlinkt, ist der Link zum Livestream. Wenn ihr den klickt jetzt auf YouTube, zeigt er euch erstmal nur einen Countdown. Live in 5 Tagen, also wir werden den Livestream offen haben von 9:30 bis 12 Uhr oder bis der Vormittagsteil vorbei ist, und ab dann kann man quasi, wenn man hier draufklickt, hat man dann live sozusagen, was passiert. Hier oben ist so eine kleine ICS-Datei verlinkt, kennt der eine oder andere vielleicht, damit kann man sich das in den Kalender direkt reinstellen. Wenn ihr jetzt Kollegen habt, für die das interessant ist, die aber nicht vor Ort sein können, könnt ihr euch das in den Kalender nehmen und den Termin einfach an die Kollegen weiterleiten. Da sind alle Links drin zu Chat-Plattformen, zum Livestream, wo kann man den sehen, wie ist der Twitter-Hashtag. Ne, so kann man irgendwie Leute einbinden, die halt nicht vor Ort sind. Genau, Tickets, auch da Umweltschutzappell, wenn möglich bitte die Eventbrite-Tickets in der App oder im Wallet mitbringen. Also es gibt von Eventbrite eine App. Wenn ihr da drinnen seid, dann habt ihr quasi so eine Art QR-Code für das Ticket. Man kann sich das Eventbrite-Ticket aber auch in der Apple Wallet speichern. Man kann es auch ausdrucken, aber das kostet halt immer einen Baum. Also wenn ihr das schafft, dann macht es nach Möglichkeit digital. Ich sage auch gleich noch was zum Ablauf vom Einlass, dann funktioniert das etwas smarter. Wir haben gestern nochmal alle angemeldet, wo die Tickets noch nicht bezahlt sind. Das heißt, wenn ihr keine Mail gekriegt habt, ist alles fein. Wenn nicht, guckt halt nochmal, wo es hakt. Zur Not kann man die dann auch vor Ort zahlen. Für uns lieber mit Karte, weil da haben wir nicht so viel Bargeld rumlegen. Zur Not aber auch in Bar. Können wir auch machen. Dann vielleicht noch wichtig, innovatives Element. Wir haben für das Bug, also fürs LernOS Camp, ein Badge entwickelt. Das ist so ein, kennt ihr ja vielleicht, ne, so kleine, wird auch der Aufkleber sein dazu, so ein kriegt ihr da, so sieht auch das Badge aus. Und ein Badge ist ja eine digitale Grafik, die aber Daten enthält. Also das ist wie so ein Teilnahmenachweis, wo sozusagen die Grafik weiß, dass ihr am LernOS Camp wart und von wem das veranstaltet war und was das so alles war. Und das kann man dann in so Learning-Management-Systemen oder Badge-Systemen oder so einfach per Drag-and-Drop reinziehen und kriegt so eine Art Historie der eigenen informellen Lernleistungen sozusagen. Und das finden wir eigentlich ganz cool.
und wollten auch nicht irgendwie Teilnahmebestätigung per Badge verschicken. Das heißt, dort werdet ihr so ein Open Badge bekommen. Open Badge ist der Standard, der da dahinter hängt. Und der wird immer ausgestellt auf eine E-Mail-Adresse. Das heißt, das funktioniert so. Alle, die dann da waren, eingecheckt waren, kriegen am Tag danach eine E-Mail mit dem Badge. Und könnt euch den runterladen. Das ist eine PNG-Grafik. Ihr könnt dort sogar auch ein PDF generieren, wenn ihr das wollt, wenn ihr es euch an die Wand hängen wollt. Und dafür ist aber wichtig, dass die E-Mail-Adresse stimmt, weil die wird dann automatisch an die E-Mail-Adresse geschickt, wo ihr euch bei Eventbrite angemeldet habt. Dazu haben wir am Infodesk dann eine Liste hinterlegt, falls ihr entweder über einen Kollegen angemeldet seid oder euch mit einer E-Mail angemeldet seid, wo ihr das Badge nicht hinhaben wollt. Geht einfach im Laufe des Tages einmal zu dem Infodesk, gebt dort eine andere E-Mail-Adresse ab und dann verwenden wir die quasi. Ne? Ansonsten geht es an die, die eben angegeben ist. Die meisten, glaube ich, haben korrekte E-Mail-Adressen, was ich so gesehen habe. Genau, zum Ablauf vom Einlass noch. Ihr seht da unten das Poster quasi, das wird überall vor Ort hängen. Das zeigt euch zum einen mal, wie so grob das die Räumlichkeiten sind. Also man kommt hier vorne rein, hier ist dann der Einlass, Einlasskontrolle mit zwei Leuten, hier gibt es ein Infodesk, sage ich auch gleich noch was dazu. Hier haben wir einen großen Raum mit Plenum und Assemblies, also das sind die Impulsvorträge. Da finden dann am Nachmittag die Assemblies statt. Hier hinten sind die drei Breakout-Räume für die Sessions. Toiletten, Garderobe hier. Garderobe ist unbewacht. Also irgendwie gucken, wenn ihr Trolleys oder irgendwas abstellt, dass da halt vielleicht nicht die Kronjuwelen drin sind. Und auf dem Poster sind dann auch die wichtigsten Infos. Also auf der einen Seite die Agenda, der QR-Code linkt auf die Startseite des Camps in Connect. Foto-Video-Hinweis, wir unterschreiben, also machen keine handschriftliche Unterschrift auf der Veranstaltung, wird gefilmt. Wir hängen das, so wie es die Republika gemacht hat, auf dem Poster mit aus und werden es auch in der Anmoderation nochmal dazu sagen und hoffen, dass uns da keiner einen Schritt draus dreht. Das heißt, alle Teilnehmer können fotografieren und twittern. Wir haben oben als Community Rule mal drüber geschrieben, was wir so aus dem Chaos Computer Club auch immer kennen, be excellent to each other. Also wenn man halt irgendwie Vollporträt von jemand macht, der irgendwie gerade einen Schnaps trinkt, dann fragt man den halt vorher, bevor man es twittert. Also da vertrauen wir drauf, dass alle erwachsen genug sind, um damit umzugehen. Es wird zusätzlich ein Filmteam vor Ort sein, also werden so ein 4 Minuten Impro-Video auch noch bekommen. Davon sind, glaube ich, einige von euch auch schon angeschrieben worden, ob sie am Nachmittag für ein kurzes Interview zur Verfügung stehen. Wenn noch nicht, kommt es irgendwie im Lauf der Woche noch von einer Sabine Heimel von 11.1871, dass euch da nicht wundert. Genau, und dann ist auch noch der Wi-Fi-Code drauf, also wer das vorab schon eintragen will. Wi-Fi heißt LernOS mit dem Passwort, da ist der QR-Code, wenn Smartphone das unterstützt. Jetzt so ein iPhone könnt ihr quasi einfach Kamera anmachen, auf den QR-Code halten und werdet automatisch ins WLAN eingebucht, so hoffen wir. Ob es dann klappt, sehen wir erst am Montagnachmittag. Genau, und dann noch vielleicht zum Ablauf Einlass. Also wenn ihr das elektronische Ticket habt, stehen Leute mit Einlassscannern da, die scannen euch einfach ab, dann könnt ihr im Prinzip durchlaufen. Dann kriegt ihr hier so ein Einlassband, ich habe schon eins dran. Damit kommt ihr rein und raus. Das heißt, das wäre wichtig, dass ihr das dran lasst, sonst lassen die euch erstmal nicht mehr wieder rein. Und ihr könnt euch ein Goodiebag abholen. Goodiebag ist so ein Becher hier. Das ist ein biologisch abbaubarer, wiederverwendbarer Kaffeebecher mit LernOS obendrauf natürlich. Und dort, den wollen wir auf der einen Seite halt im Laufe des Tages verwenden, dass wir nicht so viel Umlaufgeschirr haben und auch nicht Pappbecher ausgeben müssen, ne? Umweltverschmutzung wieder. Also den könnt ihr dann hinterher natürlich auch mitnehmen. Und das wird so funktionieren, die stehen auf dem Kopf mit eurem Namensschild aufgereiht an so einem Tisch, wo der Infodesk ist. Und da könnt ihr euch einfach alphabetisch dann euren raussuchen. Und das Wichtigste, was zu tun ist, die Barcamp-Leute kennen das, da ist quasi euer Namensschild als Aufkleber drin. Und einen Kugelschreiber auch eure Text, drei Texte drauf schreiben, was euch besonders interessiert thematisch an dem Camp, auf die Kleidung kleben, dann seid ihr eigentlich fertig. Damit hoffen wir, dass wir das Einlassmanagement einigermaßen schlank machen können und da keine Schlangen irgendwie am Einlass haben, weil erfahrungsgemäß ja immer kurz vor Veranstaltungsbeginn dann doch nochmal viele Leute kommen. Genau, und an dem Infodesk hatte ich schon gesagt, die T-Shirts vorbestellt haben, da ist auch die T-Shirt-Ausgabe. T-Shirts können wir auch mit Karte oder bar zahlen, wenn ihr bar zahlt, die 25 Euro möglichst passend, dass man dann, wir haben ein bisschen Wechselgeld dabei, aber nicht zu viel. Wir haben von jeder Größe 1-2 T-Shirts mehr bestellt, also falls jemand da Interesse hat, noch eins zu bekommen, ein paar gibt's, da muss man dann früher einigermaßen schnell sein.
Genau, also so viel zu den Vorabthemen. Jetzt machen wir einen kurzen Break. Gibt es dazu noch Fragen? Oder auch Punkte? Ich schau mal in den Chat, da habe ich gerade nicht geguckt. Hier gibt es auch Schnaps beim Lost Camp. Olli, naja klar, abends, aber nee, tagsüber nicht. Don't drink and learn heißt die Regel. Also dazu gibt es nichts. Ja, Daniel fragt im Chat, ob der Livestream live bleibt. Ja, es wird von dem YouTube-Video, hat man quasi, also auf der einen Seite ist die Videorekorder-Funktion ein, das heißt, wenn jemand um 10 Uhr erst den Livestream anguckt, kann er auch zurückspulen und ab 39 schon schauen. Und es bleibt dann quasi erstmal der Streamdump, also das, was gestreamt worden ist, direkt in YouTube stehen. Das heißt, man kann auch abends das direkt schon anschauen. Und wir werden dann im Nachgang, das wird wahrscheinlich erst in der Woche drauf sein, die einzelnen Vorträge nochmal als Einzelvideos schneiden und die dann als öffentliche Videos bereitstellen, dass man nicht so eine lange Wurst mit über 2 Stunden hat, sondern halt die Impulse als kurze 15-Minuten-Videos irgendwie hat. Aber bleibt auf jeden Fall da. So, also das sehe ich erstmal nichts mehr. Dann würde ich eins weitergehen, noch ein bisschen was zum Programm erzählen. Mittlerweile sind die ganzen Kurzbeschreibungen da. Also ab 8.30 Uhr könnt ihr kommen, ist der Einlass besetzt. 9.30 Uhr geht's los. Wie gesagt, schön wäre, wenn nicht alle um 9.25 Uhr kommen. Das macht uns Stress. Dann haben wir von 10 Uhr bis 12 Uhr die Impulse. Da werden der Karl-Heinz und Joachim Niemeyer, für die von euch, die auf der NoTouch 2016 oder 2018 schon waren, Andy ist ja unser bewährtes Moderatorenteam, werden das übernehmen. Da sind ja von 10 bis 12 die Impulse. Das seht ihr hier überall auch verlinkt, Dokumentation. Ich klicke da mal. Da gibt es für alles, also sowohl für jeden Impulsvortrag, als auch für jede Session, als auch für jede Assembly, überall eine Einzelseite. Und diese Einzelseiten sind in sogenannten Wiki-Modus geschaltet. Das heißt, ihr seht hier unten bearbeiten. Die kann im Prinzip jeder bearbeiten. Das heißt, wir werden dann die Folien von den einzelnen Vorträgen, wenn es irgendwie Beschreibung gibt, das Video, wenn es hinterher fertig ist, alles auf diese Seite packen, hat man hier alles zusammen. Und dann kann man natürlich hier unten die Kommentarfunktion verwenden, um sowohl während der Veranstaltung als auch danach zu diskutieren, Fragen zu stellen, über Themen zu sprechen, Links abzuladen. Also das ist so quasi bei jedem einzelnen Vortrag immer dieser Dokumentationslink. Vielleicht kennst du eine oder andere, bei manchen Veranstaltungen macht man das mit Etherpads. Wir halten das hier alles in einer Plattform, damit ihr dann einzelnen Sachen, die euch interessieren, folgen könnt und dann auch Benachrichtigungen kriegt, wenn sich was ändert. Das hat man ja bei Etherpads immer nicht als Funktion. 12 Uhr gibt es Mittagessen als Buffet. Eine Stunde lang, ab 13 Uhr gehen dann die Sessions und Assemblies los. Da gab es so ein paar Fragen, was hat es mit diesen Assemblies auf sich? Ich mache mal den einfacheren Teil. Die Sessions ist quasi wie beim Barcamp. Wir haben 3 Sessionrunden hintereinander und 3 Räume parallel, in denen Sessions stattfinden können. Wir hatten ja auf Basis der Einreichungen schon mal 3 vorab ausgewählt. Das werde ich auch im Camp nochmal ein bisschen erklären, was da die Kriterien, die Hintergründe waren. Also die seht ihr schon hier, auch die haben alle hier Dokumentationslinks und die 3 hier, also Raum 2 und 3 und dann für die 3 Slots, also die 6 Sessions, die werden wir dann nachher noch bestimmen auf Basis der Abstimmung. Also das ist vielleicht der bekannte Teil. Community Assemblies laufen im Prinzip, das sind Tische, könnt ihr euch vorstellen, wie Tische in dem Plenum und die laufen über den ganzen Nachmittag und die haben ein bestimmtes Thema. Also ich kenne das hauptsächlich vom Chaos Communication Kongress, wo dann zum Beispiel es eine Assembly gibt, der Leute von Wikimedia oder von OpenStreetMap oder von Open Knowledge Foundation. Das heißt, dort gibt es dann teilweise Programm, teilweise kann ich da aber auch einfach hingehen, um mich zu einem Thema zu informieren. Ich mache es mal an dem Beispiel Firmenfunk, weiß nicht, ob der Leonid im Call ist, dann kann er selber auch noch was sagen dazu. Da haben wir im Prinzip an einem Tisch 2 Podcast-Studios stehen, es gibt ja den LernOS Podcasting Guide, Leonid will ein paar Aufnahmen machen, man kann dort Podcast aufnehmen, selber schneiden lernen und an jeder Assembly ist quasi so ein kleiner Zeitplan, wo die Assembly Owner, die ihr da auch verlinkt seht, quasi sagen können, ob es einfach ganz offen ist den ganzen Tag, also man kann hin und dort passiert, was passiert, das Basic, oder ob es eben zu bestimmten Zeiten quasi einzelne Programmpunkte gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel hier unten LernOS Assembly. Da werden wir einen Slot verwenden, eine Dreiviertelstunde mal,
um Ideensammlungen für den Getting Things Done Leitfaden, Lernpfad, der in die nächste Version oder übernächste reinkommen soll, und ein Slot für Kata-Ideen für OKR-Lernpfad zu sammeln. Und damit wird halt in zweimal eine Dreiviertelstunde dort was Bestimmtes kommen. Aber das steht auch hier beschrieben, und dann halt die Session-Owner oder Assembly-Owner können jetzt schon hier auch die Dokumentation verwenden, um da mehr zu machen. Ich habe gesehen, Working Out Loud zum Beispiel, da ist, glaube ich, auch der Martin mit dabei, genau. Ne, die haben schon mal so ein bisschen Themen gesammelt, was könnten da Themen Vorschläge sein, worüber man sich da austauschen kann. Also könnt ihr euch einfach vorab schon mal ein bisschen umgucken. Genau, so viel, glaube ich, zum Programm. Genau, 16 Uhr machen wir dann quasi nochmal gemeinsam so eine Zusammenfassung im Plenum. Da haben wir ein paar Sachen geplant. 17 Uhr spätestens ist Ende. Bisher gibt es noch keinen Raumsponsor fürs Lost Camp 20. Falls jemand irgendwie Lust hat, die Hand zu heben und eine coole Location dafür hat, dann könnte man zum Ende schon das nächste Camp irgendwie ankündigen. Das haben wir einfach mal mit Fragezeichen dahin geschrieben. Aber wie gesagt, so, jetzt bin ich mal so durch die Input-Teile durch. Jetzt öffne ich einfach nochmal den Raum, das Mikrofon für eure Fragen, offenen Punkte, was euch noch auf den Nägeln brennt. Der Carsten schreibt da, Twitter-Handle für Joachim ist Joachim Niemeyer. Das stimmt, aber die Ad-Mentions hier sind Connect-Accounts, keine Twitter-Handles, und Joachim hat noch keinen Connect-Account. So. Aber danke für den Hinweis. So war es, genau. Genau. Also gibt es nichts offen? Also ja. Simon, hier ist der Vini, weil ich will jetzt ein bisschen später reinkommen. Wir interessieren mich von der Telekom. Ich hatte ja noch vorgeschlagen, eine Assembly zu machen über die Geschichten des Gelingens. Wir haben 8 Editionen gesammelt, wo Mitarbeiter von Mitarbeiter für Mitarbeiter Geschichten des Andersarbeitens, so nennen wir es hier, erzählen. Und wahrscheinlich werden wir da einfach nur die Booklets auslegen. Die Idee ist schon in der Session, an sich zu überlegen, wie wir das unternehmensübergreifend machen können. Also ja, nicht Magenta, sondern neutral. Ja. Wie können wir das digital sammeln und austauschen und so die Geschichten, die Erfolge schreiben, in den unterschiedlichen Unternehmen in die anderen bringen. Das war so eine Idee. Ja. Also das finde ich total cool. Das ist ja jetzt dann gleich auch in dem Barcamp-Pitch quasi mit drin. Sollte es nicht in die 6 Sessions gewählt werden, haben wir ein Slot in der LernOS Assembly noch frei, und dann würden wir es da reinnehmen. Und dann können wir dort auch die Geschichten des Gelingens auslegen. Perfekt. Dankeschön. Gut, also dann würde ich sagen, wenn jetzt keine Fragen sind, hätte man sich für einen Impuls anmelden müssen, fragt die Blanche. Nee, die waren gewählt. Also die Impulse haben wir entlang der 3 Grundkomponenten von dem LernOS for You Leitfaden, die ja sind Scrum, OKR, Getting Things Done und Working Out Loud gewählt. Und das habt ihr vielleicht hier gesehen. Tobias hat sich ja vorhin schon gemeldet im Programm. Also ich werde am Anfang mal so einen Überblick geben, LernOS, wo kommt das her, wo stehen wir heute? Das wird so sehr High-Level sein, also nicht sehr tief, sondern eher breit und langfristig. Was ist die Vision dahinter? Dann haben wir einen Impuls zu Scrum und Agile, was also die Grundidee hinter den LernOS Sprints ist. Objective and Key Results macht der Johannes, Working Out Loud die Petra von Audi und Getting Things Done der Tobias. Ja, und das war quasi schon von Anfang an vorbelegt, weil wir gesagt haben, das ist recht neu, das Konzept quasi für Selbstorganisation von Wissensarbeitern und lebenslanges Lernen, verschiedene Methoden miteinander zu verschmelzen. Und es gibt viele, die haben halt schon mal Woll gemacht oder machen Getting Things Done oder machen Objective Key Results oder machen Agile oder Scrum. Aber wir gehen nicht davon aus, dass jeder alles kennt und kann. Und damit soll quasi die Reihe der Impulse früh, kurz mit 15 Minuten einfach so einen Grundstock leisten, dass da jeder die Grundbegriffe zumindest mal gehört hat. Genau, gut, dann würde ich mal in das Session-Voting gehen. Ich würde es so machen, ich habe alle Sessions, die jetzt in dem Formular gekommen sind, hier auf einer Seite gesammelt. Die findet ihr auch. Also wer die sich in Ruhe anschauen will, wenn ihr hier bei dem Sessions-Programm Sessions hingeht, gibt es hier Liste der Session-Vorschläge. Das ist genau das, was ich aufgemacht habe. Und wir waren jetzt recht flott, deswegen würde ich jedem Session-Owner, wenn er mag, ein paar Sekunden, sagen wir mal so 30 Sekunden Zeit geben, seine Session kurz vorzustellen. Ich würde dann so ein Poll freischalten danach, beziehungsweise, ja, danach, sonst kann ich nicht mehr teilen, wo ihr dann quasi abstimmen könnt. Da sage ich dann aber gleich noch, wie das funktioniert.
Also jetzt gucke ich mal. Jan, ja, Entschuldigung. Habe ich doch eine Frage mit den Sessions und den Assemblies. Wenn man sich für so eine Assembly entscheidet, ist man eigentlich aus der Session dann auch draußen wahrscheinlich, ne? Nicht unbedingt. Also wenn jetzt zum Beispiel, im Prinzip kann man es ja sehen, die 6-7 Assemblies, das sind einfach weitere Sessions, die parallel sind, ne, könnte man sagen. Okay. Und so wie ich es jetzt mitbekommen habe, gibt es keine Assembly, die von Anfang bis zum Ende durchgehendes Programm hat, wo du was verpasst, wenn du rausgehst. Ne? Das ist so die Idee, dass wir halt quasi bei der Assembly auch sagen, um 14 Uhr findet das und das statt und dann kann sich jeder entscheiden, gehe ich da in die Podcasting Assembly oder gehe ich in die Barcamp Session. Ah, verstanden. Das ist so ein bisschen abgestimmt, dass man sich entscheiden. Genau, richtig, richtig. Genau, dann würde ich mal hören, ist der Jan da? Jan, mit was, wenn Menschsein das Ziel von Bildung wäre? Den haben wir noch nicht. Genau, ich habe da auch ein paar Punkte geschrieben, weil seine Beschreibung noch viel länger war, als sie hier reingepasst hat. Also er hat die Session eingereicht, was wenn Menschsein das Ziel von Bildung wäre. Ich lese es mal vor, für die, die nur am Telefon sind. In meiner täglichen Arbeit als E-Learning-Trainer und Berater für Schulen und Unternehmen habe ich oft das Gefühl, dass wir mit allem, was wir mit digitaler Bildung als aktuelle Status quo treiben, versuchen, die Mittel zu perfektionieren. Vielerorts jedoch völlig aus den Augen verloren haben, was das eigentliche Ziel des Ganzen ist oder sein müsste. Vor allen Dingen im Hinblick auf Veränderungen in der Arbeitswelt und Gesellschaft der Zukunft. In meiner Forschung und Trainertätigkeit zu dem Ergebnis gekommen, dass das übergeordnete Ziel von Bildung, in Anführungszeichen, air quotes, Menschsein sein müsste. Denn dies ist meines Erachtens auch das Ziel bzw. der Sinn des Lebens überhaupt. Also da kommen wir zu 42 von Harald mit Sinn des Lebens. Was meine ich mit Menschsein? Damit meine ich, über das achtsame Bewusstsein des gegenwärtigen Moments zu seiner persönlichen Essenz zu gelangen und einen tiefen Leben tiefer Zufriedenheit zu führen. Also das ist der Session-Vorschlag von Jan. Dann gehe ich mal eins weiter. Daniel, wie die Fachausbildung einer Krankenkasse bukaisiert wurde. Magst du kurz was sagen zur Session? Ist er rausgefallen oder gemutet? Daniel? Vorhin war er da, hat schon gesprochen. Jetzt nicht? Gut, dann lese ich es wieder vor. In dieser Session wird aufgezeigt, wie die Fachausbildung einer Schweizer Krankenkasse im letzten Jahr umgebaut wurde. Dabei werden strategische, methodische, kulturelle und technische Aspekte adressiert. Dabei wurden neue Rollen für Trainer, Trainerinnen, Vorgesetzte und Lerncoaches definiert. Es wurden Kompetenztrainings durchgeführt, bestehende Technologien konzeptionell miteinander verbunden und so die Basis gelegt für die nächste Stufe. Das Projekt, gestartet in HR, hat unterdessen auch Auswirkungen auf viele andere Bereiche des Unternehmens. Dann haben wir den Gerrit mit dem digitalen Lernzwilling. Könnt ihr euch entmuten und kurz erzählen? Ja, wir haben es kurz. Ich hoffe, man kann uns hören. Ja, perfekt. Perfekt, wunderbar. Also tatsächlich ausgelöst wurde die Idee durch dein Open Badge zu dem Barcamp, dass wir gesagt haben, das ist ja schön, dass ich den Open Badge habe, aber wie machen wir dann weiter? Und kam wieder auf die alte Diskussion über das E-Portfolio, sozusagen ein Wallet für mein lebenslanges Lernen, wo ich eben all diese Badges hineinbringen kann, sie veröffentlichen kann, sie mitnehmen kann zum nächsten Arbeitgeber. Und wir haben dann gleich in Maybaum-Wolf-Style uns hingesetzt, und können wir das eigentlich mit der jeweiligen Softwarelösung umsetzen? Und haben schnell angefangen zu programmieren und haben das sozusagen eine erste Beta-Variante im Einsatz, die wir auch gleich mit dem Kunden verproben. Und das würde ich einfach mal vorstellen, wie kann man das einbinden ins Lernos und auch in diesem Netzwerk und einfach ein bisschen diskutieren, Rückmeldungen bekommen, damit wir die Software verbessern können und ich würde es dann auch gerne der Community zur Verfügung stellen. Sehr cool. Okay, danke. Dann gehen wir eins weiter. Ich weiß nicht, ob der Jens da ist. Agile Methoden und die Zusammenarbeit der Zukunft. Klingt nicht so. Funktioniert das auch wirklich in der Praxis? Session-Beschreibung ist, wir geben dir einen Einblick in das Daily Business unserer globalen Marketingabteilung und stellen dir Scrumban, Idea Lab, Open Office, Project Time und weitere Methoden, die in unserem Marketing-Team genutzt werden, vor. Wir freuen uns über dein Feedback, deine Anmerkungen, weitere Ideen, um diese als Impulse mit dem Team anschließend zu besprechen und einzubinden. Session Owner der Jens Kehm.
Die andere habe ich gleich danach mal gesetzt, weil das, die können wir vielleicht sogar zusammenfassen. Heinz, das ist der, der Impuls machen wird zu Scrum und Agile, hat angeboten in einer Barcamp-Session mit dem Titel, was wir von Agile lernen können. Einfach nochmal Fragen, Anregungen, Diskussion zum Impulsvortrag zu machen, weil wir ja früh mit den 15 Minuten relativ eng getaktet sind und da wenig Zeit für Q&A ist, könnte man da quasi nochmal eine Session hinten dranhängen. Dann die Julia, die dürfte, glaube ich, nicht da sein, hat sie mir geschrieben. Julia? Nee, Thema Reverse Mentoring, Digital Leader. Mein Kollege Martin, der kann leider nicht beim Camp dabei sein und ich arbeiten gerade an einem Reverse Mentoring Programm. Wir haben mit den World Circle Guides und meinem Chef als Testperson bereits angefangen, werden es aber auf LernOS übertragen. Weil ich vermute, dass andere auch daran arbeiten oder schon Erfahrungen gesammelt haben, würde ich gerne diskutieren. Wie habt ihr es konzipiert? Wie habt ihr es ins Unternehmen getragen? Was hilft? Ansatz Reverse Mentoring. Dann haben wir den Robert mit zwei Sessions. Bist du da, Robert? Nein. Dann lese ich es ja auch vor. Ist digital gleich asozial? Arbeitssession mit der Kernfrage, wie können wir es schaffen, dass bei digitalem Lernen Begegnung entsteht, wo Energie, Motivation, Interaktion und Spaß im digitalen Raum herrscht? Wir wollen dazu die Methodik der drei Fragen der Medusa nutzen. Dann sind die drei Fragen gelistet. Wir arbeiten dort mit Post-its. In den ersten 5 Minuten kann ich gerne einen kurzen Impuls zu iRooms geben und wie wir mit der App Lernen und wirksame Zusammenarbeit vereinen. Das ist, wer iRooms nicht kennt, iRooms ist so eine App, die so Learning Journeys unterstützt und meines Wissens nach auch die erste, der Robert, die haben quasi LernOS die 13 Wochen Lernreise in iRooms umgesetzt und er hat auch angeboten, quasi Accounts dann bereitzustellen vor Ort, dass jeder das iRooms mit dieser Lernreise mal testen kann vor Ort. Weiß ich aber nicht, ob das mit der Session zu tun hat. Nächste Session ist auch für ihn, LernOS für die Organisation. LernOS wie auch Volt sind wunderbare Lernreisen, die das Individuum weiterbringen, mit neuen Erkenntnissen versorgen und auch das eigene Verhalten verändern. Kommen die Menschen jetzt in ihre Organisation zurück, stoßen sie meist an eine gläserne Wand aus klassischen Methoden, Praktiken und Strukturelementen, die das neue Verhalten einfach dämpfen. Was brauchen wir also für eine Lernreise, um die gläserne Wand zu durchbrechen? Um mit Könnern für die Organisation wirksame Methoden für diese komplexe Welt auszuprobieren, zu reflektieren und zu etablieren. Das ist jetzt die mit dem iRooms Tool Store. Genau, das wäre die Session, wo man das iRooms dann ausprobieren kann. Auch vom Robert. Dann kommt der Winfried, Geschichten des Gelingens über Unternehmensgrenzen hinweg sammeln und teilen. Magst du da noch ein paar Sätze dazu sagen, ja. Winfried? Ja, vielleicht 2, 3 Sätze. Also wir haben angefangen vor 2, 3 Jahren, so Geschichten des Gelingens zu sammeln. Was ist das Besondere? Die Mitarbeiter sprechen. Also es ist kein Redakteur, der irgendwie interviewt, sondern die Mitarbeiter erzählen direkt eine Geschichte in verschiedenen Editionen. Wir haben eine für das Thema Anders Führen, die Lehmschicht bröckelt heißt die Edition. Dann haben wir eine für das Thema die Guides anders arbeiten. Aber auch jetzt eine neue Edition zum Thema digital besser zusammenarbeiten. Und ich will gerne 2 Fragen diskutieren in dem Assembly. Erstens, wie kriegen wir das sauber digitalisiert? Im Moment sitzt es auf einer PDF und einem Booklet, also nach außen getragen und geteilt. Und die andere Frage, die ich gerne mit euch diskutieren würde in dem Assembly, ist, wie kriegen wir eine Struktur hin, um Geschichten, das sind einfache Impulse, also es geht gar nicht darum, eine Seite oder zwei zu schreiben, sondern die gelernten Sachen so aufzubereiten, dass wir über Unternehmensgrenzen hinweg solche Geschichten heben können, die teilen können, strukturiert teilen können und damit auch über Unternehmensgrenzen hinweg lernen können. Genau, das würde ich gerne mit euch in einem solchen Assembly machen. Ich freue mich auf eure Stimme, weil ich selber nicht voten kann gleich. Das war's. Simon, man hört dich nicht mehr. Sorry. Jetzt ist wieder gut. Ja, ich hatte mich gemutet. Dann sage ich nochmal, Martin, bist du dabei?
Ja, ich bin dabei. Okay, Wissensflussmanagement. Genau. Steht nicht viel da, ich erzähle euch ja jetzt nicht viel mehr. Wir haben neben dem klassischen Wissensmanagement bei Swisscom auch ein Wissensflussmanagement, das eben kein Push, sondern ein Pull-Medium darstellt. Und das würde ich einfach mal zeigen, Anwendungsfälle zeigen und diese Form des Wissensmanagements diskutieren. Okay, sehr gut. Dann nochmal den Jan, der ist wahrscheinlich immer noch nicht da. Concept is King, wie wir didaktisch sinnvolle Lernvideos konzipieren und erstellen können. Die Nutzung von Lehr-Lernvideos ist einer der Trends in der digitalen Didaktik. Doch wie erstellt man eigentlich ein wirklich gutes Lernvideo für den Unterricht? In diesem Workshop werden dafür nicht nur didaktisch sinnvolle Tools vorgestellt, sondern vor allem die konzeptionellen und gestalterischen Prinzipien der Erstellung genauer betrachtet. Geplant ist dabei auch eine kurze Live-Hands-on-Session mit dem Erklärvideo My Simple Show. Der Dozent erklärt dabei die gewonnenen Erkenntnisse durch die Ergebnisse seiner Dissertation zum Thema Entwicklung von Erklärvideos für einen Englisch-Selbstlernkurs im Rahmen des Flipped Classroom-Prinzips. Vielleicht für den Lernos Podcasting Guide auch spannend, weil dort soll es auch einen Videolernpfad geben, neben dem Audiolernpfad, der schon da ist. So, und dann haben wir als letztes noch den Thomas Mandl. Weiß nicht, Thomas, bist du da? Der kommt von der Volkshochschule in Holzkirchen. Sein Thema, LernOS als Thema der Erwachsenenbildung. Lernen im Lebenslauf ist seit jeher Voraussetzung für den Erfolg, sowohl des Einzelnen als auch das ganze Unternehmen. Die gegenwärtige VUCA-Welt mit ihren Disruptionen und Transformationen entzwingt auch eine Neuausrichtung des Lernens an sich. Teilweise müssen die Lerninhalte sogar antizipiert und auf Skills ausgerichtet werden, die heute vielleicht noch gar nicht definiert sind. Die Weiterbildner stehen vor der Herausforderung, dass ihre klassische Angebotspalette gerade dabei ist, sich zu überleben. Stattdessen muss sie die Lernenden für selbstbestimmtes und selbstgesteuertes Lernen fit machen, damit sie sich erfolgreich in der Welt von Kursen, Webinaren, MOOCs etc. zurechtfinden und erfolgreich nutzen können. Die Session soll diskutiv klären, wie wir zum Beispiel Volkshochschule als klassischer Ort des vernetzten Lernens aktiv mittels LernOS die Lernenden nachhaltig unterstützen kann. Kann man natürlich auch auf Akademien vielleicht übertragen. Session-Vorschlag von Thomas. Genau, das sind die 12 Stück. Jetzt würde ich den Poll starten, womit ihr abstimmen könnt. Ihr kennt, wenn ihr Barcamp-Abstimmungen schon mal gemacht habt, das Prinzip. Ihr könnt für beliebig viele Sessions voten, so wie ihr bei einer Barcamp-Session an beliebig vielen Stellen eure Hand heben könnt. Das heißt nicht, dass ihr dann auch zu der Session geht, sondern das hilft uns jetzt nur, einfach eine Reihenfolge zu bilden in einzelnen Sessions. Wir werden dann einfach nach einfacher Mehrheit die 6 mit den meisten Stimmen mit ins Programm nehmen, lassen die anderen 6 trotzdem da stehen, weil es im Rahmen des Camps auch überall noch Tische und einen freien Raum gibt. Wenn ihr sagt, also schade, dass die Session nicht reingekommen ist, sich 3-4 Leute aber zusammentun und sagen, wir machen trotzdem was dazu, habt ihr da trotzdem den Platz noch dazu. Und ein technischer Hinweis noch, dieses Zoom-Tool, was wir hier verwenden, kann leider Polls nur bis zu 10 Abstimmungselementen. Das heißt, ich habe jetzt die 12 Session-Möglichkeiten einfach auf 2 Fragen geteilt, die aber gleichberechtigt sind. Also schaut euch jetzt gleich alle 12 an, gebt eure Stimme dafür ab und wir rechnen dann am Ende das Ergebnis sozusagen insgesamt zusammen. So, und jetzt müsste bei euch der Poll ankommen. Seht ihr ihn? Das sehe ich schon nicken, okay. Das scheint zu klappen. Und ich gebe jetzt einfach mal 2 Minuten, dann könnt ihr in Ruhe vielleicht nochmal über die Session-Vorschläge schauen. Ich poste mal gerade die Seite in den Chat, falls ihr sie nicht habt. Und um 13:42 würde ich ihn dann enden lassen und dann quasi das Ergebnis speichern. Also 6 ankreuzen, ne? Nee, man kann beliebig viele, so wie du ja beim Barcamp, wenn der Session okay. ist, auch oft die Hand heben kannst. Ja. Okay. Weil man das eh nicht tracken kann, ne? wer sich zu welcher Session okay. gemeldet hat oder nicht. Man könnte betrügen, okay. Genau, also 23% haben schon gestimmt. Wie gesagt, 13:42, bei mir ist 40. So 1,5 Minuten habt ihr noch Zeit.
knappes Minütchen noch, 65% abgestimmt. Seht ihr, sind die, die abgestimmt haben, eigentlich die Ergebnisse? Das sehe ich jetzt hier gar nicht. Nein. Nein. Aha. Spannung steigt. Ich kann leider den ganzen Poll nicht sehen. Wo sollten der erscheinen? Bist du in der mobilen App oder wo bist du? Über Browser. Normal müsste ein Fenster geben mit Polls dann. Bei mir geht das auch nicht. Ah, okay. Gut, dann bin ich wenigstens nicht die Einzige. Simon, kann ich dir einfach... Schick mir die Session-Namen in der E-Mail und ich rechne die dann mit rein. Dann haben wir quasi heute mal ein vorläufiges Endergebnis. Also, sorry. Okay, vielleicht danke. Vielleicht ist das Browser-Fenster in den Hintergrund geraten, weil bei mir, ich bin auch über Browser drin, ging es 1A. Einfach Pop-up-Fenster aufgegangen. Ja. Nee, ich habe auch kein Hintergrundfenster, habe ich gecheckt. Danke dir aber für den Tipp. Es sind ja einige, die quasi per Telefon drin sind, können auch nicht abstimmen. Ich schicke das dann, wenn ich die Aufzeichnung umschicke, an alle nochmal. Wer mag, kann mir das per E-Mail schicken und dann rechnen wir es mit rein. Okay, also dann mache ich den Poll jetzt mal zu Ende und teile mal die Ergebnisse. Seht ihr die jetzt? Sieht jemand was? Ja, ich sehe es. Ja, okay. Also das im Moment vorläufig Wissensflussmanagement ist drinnen, der digitale Lernzwilling ist drin, die agile Methoden und die Zusammenarbeit der Zukunft sind drinnen. Und dann sehe ich hier LernOS für Organisation, Digital Leader Reverse Mentoring. Und dann sind die nächsten, die sind schon gleich auf Kopf an Kopf. Also wie gesagt, das kommt dann. Ich schicke euch die Mail, dann könnt ihr bis Ende der Woche noch abstimmen, dann werden wir es am Montag aus und dann haben wir am Montagabend quasi das finale Programm. Okay, gut, dann haben wir quasi drei von vier Agenda-Punkten abgehakt. Ich habe jetzt als Input nichts mehr. Die Frage ist jetzt, ob ihr noch Punkte habt, die aus eurer Sicht noch offen sind oder Fragen. Wer keine mehr hat, die Fragen der anderen nicht hören will, der kann sich gerne auch dann schon ausklinken. Falls wir noch was anderes zu tun haben, dann freuen wir uns auf den Dienstag nächste Woche. Aber ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt eine gute Viertelstunde noch Zeit, falls noch irgendwas ist. Ja, ich werde mich ausklinken. Ja. Freue mich auf Dienstag. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Das Gleiche mache ich. Danke. Ciao. Bis Dienstag. Claudia klingt sich auch aus. Schönen Feiertag. Bis Dienstag. Ciao, ciao. 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 Ich weiß auch weg. Danke. Ciao. Simon, wie ist denn das Zeitfenster im Aufbau am Montag? 16 Uhr auf oder 15 Uhr? Seid ihr alle am Start? Genau, wir sind ab 15 Uhr vor Ort, ja. Und dann gibt es einen fließenden Übergang hin zum Hardrock-Café? Ja, die Idee ist, dass der Aufbau 18 Uhr durch ist, dass man nochmal im Hotel vorbei kann, sich unter die Dusche schmeißen kann und dann ins Hardrock-Café gehen kann, ja. Okay, super. Mein Zug kommt, wenn alles gut geht, um 3:30 in München an und dann würde ich rumkommen. Kommst du vom Bahnhof dann direkt quasi? Ja, genau. Ja, genau. Hotel ist auch da in der Ecke, das geht dann alles relativ schnell. Genau, wir haben auch die, also quasi vor Ort Facility Management, die bauen uns auch die ganzen Tische für die Assembly und so schon auf. Die sind dann alle auch beschriftet und das, was du auf Twitter gesehen hast, die Kiste mit den Sachen quasi für die Assembly, stehen dann direkt vor Ort und dann könnt ihr euch da breit machen. Perfekt, das ist richtig cool. Super. Genau, und es gibt halt ein Eck, steht so eine Latte an Stellwänden, die mit Brown Paper bespannt sind. Und wenn ihr da welche braucht, könnt ihr euch die einfach holen. Und im gleichen Eck stehen Kisten mit Post-its, Stiften und so weiter. Da könnt ihr euch dann auch einfach selbst bedienen. Ja, super. Ja, das ist doch toll. Genau. Und jeder Assembly hat eine Mehrfachsteckdose liegen, eine 6er, glaube ich, für Strom. Ne? Alex, man glaubt 6er oder so. Genau, jetzt muss ich erstmal, genau, 6er meins. Genau, also falls ihr irgendwie was machen wollt, weiß nicht, für Sketchnoting ist wahrscheinlich nicht so wichtig, aber falls im Podcasting irgendwie was gemacht werden soll, wo man halt mehr Steckdosen braucht, wir werden ein paar Mehrfachleisten mit dabei haben, aber das am besten dann selber mitbringen. Und kein Starkstrom-Equipment anschließen, nicht, dass man der 11-1871 den Strom zu, die Stromzufuhr kappen.
Ja, jetzt lassen wir mal gucken. Also im Chat sehe ich auch nichts mehr. Tobias hier, ich habe noch eine Frage. Ja. Wir haben es ja irgendwie nicht geschafft, nochmal zu telefonieren wegen der GTD-Assembly. Wie ist denn da der Stand? Müssen wir da noch was sprechen? Wird das improvisiert? Ist es unter den Tisch gefallen? Alles okay? Naja, es gibt ja in dem Sinne keine Getting Things Done Assembly, sondern in der LernOS Assembly wird es einen Slot geben, wo wir uns mal überlegen wollen, wie so ein Getting Things Done Lernpfad aussehen kann. Da gibt es auf Connect, gibt es auch schon so einen Bereich mit so einer Sammlung von Ideen. Also das ist so dieses, welche 11 Übungen würde mir jemand vorschlagen zu machen, um das selber zu lernen. Ne? Und das kann einfach nur ein Hinweis auf Übungen sein, die im GDD-Buch E sind. Vielleicht gibt es irgendwas anderes, was sich in der Praxis bewährt hat. Und da der Alex eben gesagt, würde sich auch mit drum kümmern dann in dem Slot. Und das Gleiche wollen wir eben für OKA auch machen, ne? Sodass die zukünftigen Leitfadenversionen Einstiege in diese drei Methodiken erlauben. Ne? Ein Circle oder in einem Sprint du dich entscheiden kannst, lerne ich jetzt eher Working Out Loud in der kompakten Form oder habe ich eh schon Working Out Loud Circle gemacht und beschäftige mich eher mit OKR oder steige ich eher in Getting Things Done ein. Ja, und das gilt es da mal zu sammeln. Ich hatte auch auf Reddit, da im Subreddit für GDD mal geschrieben, da kam auch einiges. Das wäre ich in dem Post. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. War schon lange nicht mehr drin. Ja, das ist ganz gut. Also die sind recht schnell mit den Antworten immer. Finde ich jetzt hier nicht. Ja, genau, da habe ich auch schon ein paar Fragen beantwortet gehabt. Ne? Aber den verlinke ich mal da bei der Assembly noch, weil die Idee wäre halt, dass wir mit so einer Post-it-Liste quasi rausgehen mit, was könnten Cutters sein für diesen Lernpfad und dann halt die Aufgabe jetzt im nächsten Quartal ist, die so ein bisschen auszuformulieren und irgendwie als Aufgabe zu stellen und dann in den Leitfaden zu bringen. Und das wäre cool, wenn du da halt mit dazukommst, weil du kennst viel und weißt viel, was es alles gibt. Ne? Wo gibt es die beste Weekly-Checkliste und so Sachen. Und das Gleiche hat der Johannes von WorkPaths für OKR auch gesagt. Der kommt halt in den Slot, wo wir über OKR sprechen wollen, dazu und hoffen, dass wir da halt auch mit irgendwie einer abgestimmten Liste postet. Weiß nicht, was ausformuliert ist, wird man da nicht haben in einer Dreiviertelstunde, aber eine Idee, was der Lernpfad sein könnte. Ja. Genau, passt. Okay. Gut. So, Matthias freut sich aufs Lernrocken. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn es nichts mehr ist, dann schließen wir. Erholt euch gut die 4 Tage und ich freue mich auf alle, die wir am Montagabend schon sehen und alle anderen dann am Dienstag. Alles klar. Merci vielmals. Ja, tschüss zusammen. Ciao. Perfekt. Bis dahin. Tschüssi. Mach's gut. Danke. Ciao. Bis bald. Ciao.